Du Doofe! Ich mach dich rund! Servus, liebe Shisha-Freunde und Shisha-Sorten. Oh. Wir sind wieder da. Der Keks macht wie immer Scheiße. Maria haben wir dabei. Bitte jetzt zieh dran. Bitte jetzt zieh an deinem Mundstück. Bitte, gib's ja. dir. Zieh mal. Schnell. Und Alex zieh. Hinter der Kamera. Kein Problem. Oh. Wir haben wieder was Neues. Und zwar noch nicht. Halt, Nudelholz weg, das hat man erst. Das ist noch nicht so lange auf dem Markt. Heißt Eleganz. Von der lieben Shisha-Galerie. Dankeschön dafür. Wir rauchen Sexy Night. Da ist auf der Dose, naja, so ein Liebespärchen, sieht eigentlich echt sexy aus. Geht der gerne ab, hä? Scheiß ja. Glückspärchen. Schauen wir mal, nach was soll er denn angeblich schmecken? Er soll schmecken nach frischen Cola-Kaugummi. Ist das richtig? Spritziger Cola mit Kaugummi. Spritziger Cola mit Kaugummi. Richtig. Machen wir doch mal Geruchstest. Ich riech kein Cola, es riecht süß und herb. Kaugummi riechst du aber auch nicht. Kaugummi rieche ich auch nicht. Also es so. Riecht Kirsche, Traube. Jetzt kommt meine super Beschreibung. Kirsche, Traube. Also es riecht auf jeden Fall süß, aber ich weiß nicht, wonach es riechen soll. Auf jeden Fall nicht nach Kaugummi, Cola gedönt, sondern irgendwie einfach zu süß, zu pumpig, pumpet. Ich weiß nicht, also mir sagt der Geruch jetzt nicht zu. Ja, es riecht für mich nach Traube, Kirsch. Was? Irgendwie so Fruchtmix. Oh, weil ja dein Geruch hey. Lässt nach. Hey! Er wird alt. Deine Titten hängen. Deine auch. Wirst du behaart haben, Wurzel? Ja, Stadt-BH habe ich schon. Der Zipfel hat bestimmt einen. Der alte Transvestit. Gehen wir zum Geschmack mal beim Rauchen. Dann schmecke ich ja. Schmecke ich. Ich bleib bei Traube, Kirsch. Bei was bleibst du? Bei süß. Süß, ja. Einfach süß. Was sagt der Keks? Warte mal. So Multivitamin, Fruchtzeug irgendwie. Also weder Kirsch noch Kaugummi noch, keine Ahnung, eher Richtung, ein bisschen Orange, finde ich. Oh Gott. Auf jeden Fall irgendwas fruchtig-süßes. Ja. Also fruchtig-süß ist er. Cola leider nicht, Kaugummi leider raus. Also das stimmt nicht so ganz. Ja, ich finde den jetzt gar nicht mal so schlecht, aber mein Favorite ist es ganz ehrlich nicht. Und Maria sagt uns jetzt erstmal die Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt ist das Nudelholz mal weg. Danke an das Nudelholz, das macht uns alles kaputt. 14,90, 250 Gramm, shishagalerie.de oder jeder gute Online-Shop. Aber ihr wisst ja, Geschmackssache ist verschieden. Feuchtigkeit und Schnitt absolut gut. Hitze kann er ab, also da kannst du echt nichts sagen. Geschmack ist nicht so meins. Schauen wir mal, ob er raucht. Ja, ich wollte gerade sagen, Rauchausbeute, was sagst du? Ja, ist durchschnittlich bis gut. Kann man auch nichts sagen. Ja, es geht, es raucht. Wir machen ein kleines Fazit. Eleganz allgemein ja. Holt euch mal, wenn ihr könnt, Eisblaubeere oder Blaubeerminz. Ja, die sind spitzengut. Eiserdbeer ist auch sehr gut, schmeckt nach Kinderzahnpasta. Champagner ist auch ganz okay. Champagner war nicht so meins. Die hat ich glaube, meins auch nicht. Mir hat geschmeckt. Muss man auch sagen. Geschmeckt. Naja, ihr wisst ja, ist ja immer so Geschmackssache. Also den hier ist jetzt nicht so mein Fall, aber wenn Eleganz, dann auf jeden Fall mal Eisblaubeer probieren. Haben wir eine super Minze. Hast du gut ausgedrückt, Opi. Ja, nö, ist einfach ehrlich. Keks, wie geht's zum letzten Video? Mach was Gescheites. Hier drüben! Wo die Pädagogin hinfliegt. Sehr gut. Wenn euch das gefallen hat und ihr Näheres wissen wollt, schreibt uns, lasst uns einen Daumen da. Nicht lange halluzinieren, drückt auf Abonnieren. Wisst Bescheid. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Opi, ich habe aber noch was. Oh Gott. Oh, oh. Oh Gott. Halt mal. Du weißt ja schon, dass jetzt halt das ist ja halt das Review nach der Messe, ne? Du bist so nett, Kuh. Das heißt, wir können den Tisch kaputt machen! Das geht nicht mal kaputt. Beruhig dich, Weib! Beruhig dich, Weib! Alter, weiter! Du machst das falsch. Ich hab gewusst, dass es passiert.
Hey, die Tische halten was aus, die sind sehr gut von euch. Toll. Dankeschön, dass wir überall Tischbreite haben. Ja, das ist gut. Schau dir mit dem Ding auf die Löffel. Wir haben mal wieder einen kaputt. Wenn euch der Scheiß gefallen hat, dann drückt verdammt. Wir brauchen ein zweites Nudelholz. So schaut der Rest aus. Wir sehen uns bald, liebe Shisha-Suchten. Hals und Kopf steif und habe die Ehre. Tschüss. Tschüss. Du Doofe. Ich mach dich rund. Was war denn das jetzt? Moment. Den können wir doch mal benutzen, da legen wir jetzt einfach eine Tischdecke drüber. Das ist das komplette Unterteil.